Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Nancy, ich bin über 50 Jahre alt und mein Kanal ist auch fokussiert auf die Ü50-Frau. Wenn du unter 50 bist und dir gefallen meine Videos, kannst du natürlich auch meinen Kanal abonnieren und die Videos anschauen, das ist gar kein Thema. So, ich habe ja in diesem Jahr begonnen mit dem Format Mein Kleiderschrank und jetzt haben wir März oder wir haben bald März. Und es ist heute Samstag und ich habe die letzten Tage meinen Kleiderschrank jetzt umstrukturiert und habe jetzt meine Capsule Wardrobe für den März erstellt. Ihr seht vielleicht, dass ich jetzt hier was Neues habe und zwar habe ich jetzt die Farbtrends, die ich euch auch vorgestellt habe in dem Farbtrend-Video, der London Fashion Week und der New York Fashion Week mir einfach mal bunt ausgedruckt, laminiert und hier hingehängt. Und dann kann ich einfach ein bisschen strukturierter vorgehen. Ihr wisst ja, mir macht das Thema Mode Spaß. Ich lebe irgendwie für das Thema und von daher beschäftige ich mich auch viel damit. Jetzt im März werde ich mich, wenn man jetzt hier mal die Übersicht der London Fashion Week sich betrachtet, eher so in diesem Farbbereich aufhalten. Also Blau, Türkis, Rot und Orange. Und bei mir dominiert auch die Farbe Weiß, Beige. Und wenn wir jetzt hier runtergehen zur New York Fashion Week, auch so ein dunkles Blau. Ja, das hat so ein bisschen Lila-Anteil, glaube ich sogar. Also ich habe jetzt eher ein dunkles Blau oder so eine Sandfarbe, ein schwarzes auch mit dabei. Das sind so die Farben, wo ich mich jetzt im März drauf fokussiere. Ich freue mich unwahrscheinlich auf den März. Und habe auch meinen Kleiderschrank deswegen bunter gestaltet. Hier in diesem Bereich seht ihr Looks, die dann eher so in diesen maritimen oder Küstenstil reinpassen. Also ich habe wieder dunkelblau als Farbe aufgegriffen, weil es mir eben auch sehr gut steht. Habe da eben jetzt so Blusen mit hinzugenommen, mit langen Ärmel. Aber habe jetzt mittlerweile auch solche Basistops mit reingenommen, wenn es da mal ein bisschen wärmer ist. Und es ist im März ja mittlerweile auch schon bei uns in Deutschland, in vielen Regionen, zeitweise richtig warm. Also von daher ist das auch dabei. Und so ein Top, das trage ich natürlich dann unter einen Blazer. Was habe ich noch dabei? Ich habe noch so ein wässriges Grün-Blau mit dazu genommen, ne? Um einfach mal so einen etwas abgemilderteren Küstenstil zu haben. Ich habe eine Basis-Jeans-Bluse dabei, die finde ich sehr schön und die ist gerade für den Freizeitlook auch richtig toll, wenn man irgendwie am Wochenende mal frühstücken geht oder so. Ist jetzt nicht zu schick, die wirkt ein bisschen sportlich, aber trotzdem sieht man damit stylisch aus. Es gibt auch ein paar Ringel-Shirts in meinem Schrank. Also so ganz typische, ne? So weiß und dann so marineblau, so richtig dunkelblau geringelt sind die. Und damit kann man natürlich sehr schöne marine Looks auch erzeugen. Zum Beispiel mit einem sandfarbenen Blazer. Ne? Also jetzt so diese Kombination, das sieht wirklich ganz toll aus, vor allem auf eine Jeanshose. Und es wird ja auch so sein, dass ich euch die Looks ja auch zeige im Laufe des Monats. Ich lade ja immer wieder Short-Videos hoch und dann zeige ich euch auch, wie das Ganze dann aussieht, wenn ich es trage. Hier ist nochmal eine dunkelblaue Jeansbluse, auch mit langem Ärmel. Und dann habe ich noch zahlreiche weiße Oberteile im Schrank. Das sind dann Tops, das sind T-Shirts, aber auch diese Bluse, die ich hier trage. Ihr wisst ja, weiße Blusen sind in diesem Jahr im Trend und umso besser, weil ich finde, dass sie ja, sich sehr gut stylen lassen, sehr gut kombinieren lassen. Im Gegensatz jetzt zu diesen blauen Farben, irgendwo habe ich auch so ein Türkisblau nochmal drin, habe ich ja dann auch Rot und Orange mit aufgegriffen als Trendfarben. Und das ist jetzt wirklich so ganz Basis, ne? Also das sind jetzt so Basisoberteile. Und ich finde, man kann die aber auch sehr gut auf Jeanshosen kombinieren oder auf Chinohosen. Und gerade so ein dünnes Strickjäckchen eignet sich jetzt im März auch gut, ne? Wenn man dann so einen Top darunter hat oder eine Bluse. Dann ist das so ein Farbtupfer, der dem Outfit so das gewisse Etwas gibt.
aber man wirkt dann nicht zu gestylt und nicht zu elegant. Kommen wir mal zu den Hosen. Bei den Hosen ist es so, dass ich wieder meine Basis-Jeans-Hosen hier oben liegen habe. Und von den Farben her ist es so, dass ich mich auf dunkelblau auch hier konzentriere, auf so ein Beige konzentriere. Ich habe aber auch diese schwarze Hose wieder mit dabei. Das ist jetzt meine Kunstlederhose. Und ich glaube, in einem meiner Kleiderschrank-Videos habe ich euch ja erzählt, dass die ja so ein bisschen kaputt war. Also da war hier so ein bisschen von dem Kunstleder weg. Und da bin ich jetzt mit meinen Lederfarben dran gegangen und habe das jetzt mal so ein bisschen gekittet. Jetzt gucken wir mal, ob man das so erkennen kann. So ein bisschen glänzt es. Seht ihr das? Ja, das ist jetzt die Stelle, die ich dann so zwei, dreimal überpinselt habe. Ich finde, man sieht es leicht. Ihr habt ja auch gesehen, dass das so leicht, ja, glänzt. Aber es ist wirklich genau der Schwarzfarbton. Und was auch wichtig ist, jetzt so diese defekte Stelle ist einfach versiegelt. Da kann also dieser Kunststoff nicht noch weiter aufreißen. Das ist natürlich wichtig, damit man die Hose dann auch noch tragen kann. Also von daher bin ich ganz zufrieden und ich glaube, dass das an der Stelle hier unten, also wenn ich die Hose trage, dann ist das so ungefähr, ja, ist zwar noch über am Knie, aber das ist so eine Stelle, wo eh keiner hinguckt, wisst ihr? Also von daher kann ich dann diese Lederhose noch weiter tragen. Ich habe noch eine Hose im Kleiderschrank, die passt jetzt eigentlich gar nicht zu dem Rest. Aber man muss ja auch mal so Ausnahmen drin haben. Und zwar habe ich jetzt hier mal so ein Zebra-Print, also eine Jeanshose in so einem Zebra-Print mit hinzugenommen. Kann man auf weiße Blusen kombinieren, auf schwarze Oberteile. Ich würde es jetzt nicht ganz so bunt gestalten. Mir hat die Hose gefallen. Ich gucke ja mit meiner Tochter auch Germany's Next Topmodel und da ist mir aufgefallen, dass die Heidi Klum auch so eine Hose anhatte in der ersten Folge. Da habe ich natürlich gedacht, hey super, das sieht toll aus, so eine hast du auch. Und schwupps, habe ich die natürlich in meinen Kleiderschrank gepackt. Auch dazu zeige ich euch dann ein paar Looks im Laufe des Monats. Ich bin mal gespannt, wie euch das dann gefällt. Chinohosen sind auch wieder mit im Schrank, weil die sind gerade jetzt in der Übergangszeit unwahrscheinlich praktisch. Man kann sie in der vollen Länge tragen, man kann sie aber dann auch so hochkrempeln. Das sieht dann auch so ein bisschen sportlicher aus, ein bisschen lockerer aus. Und durch dieses Hochkrempeln zeigt man dann auch seine Fußgelenke. Und gerade wenn man jetzt Schuhe anhat, die vielleicht ein bisschen mehr nach Frühling aussehen, Pumps oder Ballerinas, dann ist das eben wirklich schön, wenn man dann die Hosenbeine so ein bisschen hochkrempeln kann, so dass es gut aussieht. Und dass man dann, wenn man sie hat, seine schlanken Fesseln zeigen kann. Eine weiße Hose habe ich auch im Schrank und ich habe zwei Kleider mittlerweile mit in den Schrank aufgenommen. Einmal so ein Maxi-Kleid, hier das, ja, aus weißem Leinen. Da wird es wahrscheinlich so sein, dass ich ein Longshirt auch drunter trage oder eine Jacke drüber trage. Aber das habe ich jetzt schon mal gemacht für den März. Da kann man auch wieder tolle maritime Looks rauszaubern oder irgendwas anderes, was eben feminin aussieht. Also das musste jetzt sein. Und ich habe auch noch mal so ein Jersey-Kleid dazu genommen. Da muss ich mal gucken, das ist jetzt schon sehr körperbetont. Also das werde ich wahrscheinlich nur mit so einer Shapewear drunter tragen, weil dieser Jersey-Stoff, der ist ja auch dafür bekannt, der stretcht sich sehr gut, ist allerdings sehr dünn. Das heißt, man kann da wirklich jedes Pölsterchen dann auch sehen. Von daher kann ich euch hier auch den Tipp geben. Also ich mache das so, dass ich da eine leichte Shapewear drunter trage, die dann, ja, ich sag mal so, die Kurven so ein bisschen glättet. Ihr wisst schon, was ich meine. Das war jetzt der erste Teil, mein Kleiderschrank im März. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen Eindruck bekommen, was ich an Grundkleidungsstücken alles aufgenommen habe. Und wir sehen uns dann wieder nächsten Mittwoch. Und dann werde ich euch meine Accessoires präsentieren, die ich jetzt im Kleiderschrank habe und mit denen ich dann, ja, viele Kleidungsstücke noch mal vielfältiger gestalten kann. Bis dann. Tschüss.